Von, wie schmeckt das Training so wieder nach den ersten paar Tagen? Ja, es ist erstmal wieder schön, wieder hier zu sein, nach 3 Wochen Urlaub und der Länderspielreise noch. Und jetzt ist die Vorbereitung. Die ersten Einheiten waren schon relativ intensiv, aber ich gehe davon aus, dass das auch nochmal gesteigert wird. Und das ist aber auch völlig normal in der Vorbereitung. Ich bin froh, wieder jetzt bei der Mannschaft zu sein. Kannst du uns kurz skizzieren, was so jetzt die Tage ansteht? Die Jungs haben ja ein paar Tage frei nach dem Lublin Cup. Was steht bei euch jetzt so an? Ja, Ausdauer und Kraft in erster Linie, dass wir ja auch so schnell wie möglich den Standard der anderen Spieler erreichen, die ja schon 2 Wochen trainiert haben. Und da gilt jetzt erstmal das Hauptaugenmerk drauf. Habt ihr einen Plan mit an die Hand bekommen? Hast du ein bisschen was gemacht im Urlaub? Relaxen war natürlich erstmal das Erste, aber so ein bisschen dich fit gehalten, das gehört dazu, oder? Ja, das ist aber irgendwo auch ein Stück weit selbstverständlich, dass man ja auch im Urlaub nicht komplett auf Null runterfährt, sondern irgendwie sportlich betätigt, tut man ja sicher auch sowieso immer. Und wir haben auch einen Plan mitbekommen. Hast du so dir was zurechtgelegt, was du erreichen möchtest jetzt? Mit so ein bisschen Abstand vielleicht auch nochmal ein Jahr zurückgedacht, alles so ein bisschen nochmal sacken lassen, verarbeitet. So ein kleiner Neustart jetzt auch für dich? Ja, in der Tat, das war natürlich letztes Jahr alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war eine schwierige Saison. Insofern sind wir alle froh gewesen, dass wir das geschafft haben. Und jetzt gilt es erstmal, die Grundlagen zu legen und sich wieder neu zu finden mit der Mannschaft. Das Gesicht der Mannschaft verändert sich gerade ein wenig. Wir bekommen einige neue Spieler dazu. Wir hatten einige Abgänge. Und jetzt gilt es einfach, eine Gemeinschaft zu werden, zusammenzuwachsen und dann, dass wir gemeinsam versuchen, da etwas bessere Saison zu spielen als letztes Jahr und insgesamt, dass wir uns einfach auch wieder stabilisieren. Ja, wir müssen auf jeden Fall es schaffen, dass wir konstanter werden. Ich glaube, die Hinrunde war schon recht gut, dass wir, was wir da gespielt haben. Die Ergebnisse waren gut. Jetzt gilt es natürlich auch mal zu versuchen, so eine Saison vielleicht konstant über die Bühne zu bringen. Ansonsten habe ich natürlich als mein persönliches Fazit konnte ich schon daraus ziehen, dass es natürlich irgendwo auch mal eine Erfahrung ist, so tief unten drin zu stecken. Ist ja zum Glück mit einem positiven Ausgang gewesen. Insofern kann man sagen, man hat es jetzt mal miterlebt, aber man möchte es natürlich nicht zu oft nochmal erleben. Ja, so leid es mir damals auch tat für Herrn Korkut, der auch hervorragende Arbeit geleistet hat, ist es natürlich schon so gewesen, dass er mit Herrn Fronzek nochmal irgendwo ein Stück weit frischer Wind reingekommen ist. Und der Herr Fronzek hat es gut hinbekommen, hat irgendwo so eine gewisse Lockerheit dann auch ausgestrahlt und hat irgendwo auch einfach die richtigen Worte gefunden. Wir waren ja auch zweimal in dem Kurztrainingslager, was auch geholfen hat. Und insgesamt war für die Mannschaft auch einfach klar, dass es jetzt um alles geht. Und die Mannschaft hat letztendlich auch die richtige Antwort auf den Platz gezeigt. Und dazu hat das Trainerteam und eigentlich alle anderen Beteiligten von Hannover 96 auch stark zu beigetragen.